Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute ist Sonntag und heute haben wir vielleicht einen der interessantesten, fachlich verifiziertesten Blogs, respektive Vorträge, die wir bislang in Modern Koi hatten. Es geht um den Vortrag, den ich aufgezeichnet habe bei der Firma Hokovit, unserem Futterhersteller, mit Herrn Dr. Neumeier, einer der renommiertesten Experten für Tierernährung, der uns einfach, und damit meine ich uns allen, einfach mal das Thema Mikronährstoffe, deren Bedeutung und vor allem deren Wirkungsweise näher bringt. Als Alex Hoffmann, Chef von Hokovit, zusammen damals mit seinem Vater mir bei der Entwicklung des Black Labels nahegelegt hat, dort die nicht ganz günstigen Mikronährstoffe einzumischen, haben die mir erzählt, wie, wo, was, so überhaupt. Aber das eine ist natürlich immer die Theorie, das andere ist die Praxis. Also das Futter auf den Markt gebracht haben, hat sich gleich relativ schnell gezeigt, so nach einem Jahr. Die Mikronährstoffe sind ein Wunderzeugs, ja, anders kann man es nicht sagen. Es sind plötzlich bei Kunden Fische gewachsen, die jahrelang nicht mehr gewachsen waren, die gefühlt am Ende ihres Wachstums waren, schon ins verlangsamte Wachstum übergegangen sind. Und das hat uns natürlich neugierig gemacht damals. Und dann haben wir angefangen, in alle anderen Futtermittel das einzumischen. Das hat uns noch neugieriger gemacht, weil die Erfolge wurden immer besser. Dann haben wir nach der richtigen Dosierung für Mikronährstoffe in unseren Futtermitteln gesucht, haben dann nach den idealen, optimalen Rohstoffen gesucht, haben da riesen Futterversuche gemacht. Das Ergebnis war dann das, was Sie heute kennen, Condition Nummer 1, 2, 3. Und wenn Sie sich erinnern, ich habe irgendwann, ich weiß nicht, ob es in der Modern Koi Home Story war oder sonst mal in einem Blog, habe ich irgendwann mal am Rande erwähnt, dass wir einfach mal wieder den Gegenversuch starten möchten. Heißt, wir nehmen unser Konishi Number One und wir machen die Mikronährstoffe raus. Ja? Rohstoffe bleiben alle gleich, nur auf die Mikronährstoffe wird verzichtet. Gesagt, getan. Alex hat uns eine Tonne von dem Futter hergestellt. Und als wir es hatten, das war so Ende Mai, haben wir angefangen, einen Futterversuch. 8 Tiere, wir haben im Mai jetzt nicht die Riesenplatzauswahl, unsere Kapazitäten sind da überwiegend mit Kundenfischen belegt. Da ein Becken hatten wir und da haben wir 8 männliche Jumbo-Tosa reingepackt. Die waren alle Startgröße so zwischen 40 und 46 Zentimeter. Und es waren ausschließlich Karashi Ochiba und Karashi Kohaku. So, dann haben wir die erstmal gefüttert mit Konishi Number One, ganz normal. Und irgendwann haben wir umgestellt im letzten Monat auf Konishi Number One ohne Mikronährstoffe. Und als erstes möchte ich Ihnen jetzt zeigen, was aus den Koi geworden ist. Und ich muss sagen, das sind wahrscheinlich die schönsten Jumbo-Tosai, die ich hier je in der Anlage hatte. Das sind sensationelle Tiere. Da gibt's überhaupt gar nichts. Sind jetzt so im Schnitt um die 50 Zentimeter. Ja, und wenn Sie einen haben wollen, die gehen nächste Woche, also morgen, in die Auktion. Und schauen Sie die Koi an, die Ochiba, die Kohaku. Viele davon, wenn sie weiblich wären, werden jetzt garantiert bei Makoto im Naturteich hier ein Traum Ochiba, noch ein Ochiba. Wo ist mein Lieblingskoi? Der Kohaku hier ist in der Bildmitte. Die Körper, die Muskelmasse und was das Wachstum angeht, da gehen wir gleich drauf ein. Also die Koi sind schlichtweg sensationell. Jeder, der sie derzeit unten im Becken gesehen hat, hat gestaunt, hat gesagt, das soll ein Jumbo-Tosai sein, das sind ja wie Nissai aus dem Naturteich. Und ja, sagen wir mal, die Nissai aus dem Naturteich starten irgendwo bei 2,53 Zentimeter in der Glashausaufzucht, wo wir langsamer füttern oder weniger füttern. Da haben wir in der Regel zwischen 40 und 50 Zentimeter. Aber Sie sehen, die Koi sind sensationell. Bilder im Einzelnen sehen Sie dann nächste Woche. So, aber was im Einzelnen passiert ist mit den Koi und insbesondere als wir aufgehört haben, die Mikronährstoffe abzusetzen. Das will ich Ihnen jetzt zeigen. Was wir hier sehen, sind die 8 Koi, 5 Ochiba, 3 Kohaku mit ihrer Startgröße. Ja? Also wir haben hier das Längenwachstum. Angefangen haben wir im Mai und die letzte Messung war hier im August. Also Monat 1 ist natürlich nichts passiert, 2, 3, 4. Es geht also um 3 Messungen insgesamt und hier haben wir von jedem Koi die Wachstumslinie. Wir wissen ja, Fische haben ein lineares Wachstum. Bei dem oberen, der
relativ unabhängig davon war, ob mit oder ohne Mikronährstoffe, da sehen wir das sehr schön. Zwischen oder bei immer den gleichen Messintervallen hat er ein relativ lineares Wachstum. Bei anderen zeigt sich das ein bisschen anders. Gewaltig ist natürlich schon mal insgesamt das Wachstum. Dann schauen wir uns die Gewichtszunahme an. Und da müssen Sie wissen, die Gewichtszunahme, das Längenwachstum. Also wenn Sie jetzt zu Hause sagen würden, naja, was der Kamera hier erzählt, ist das eine. Ich probiere das selber mal aus. Ich habe hier eine Innenhälterung. Ich hole mir jetzt einfach mal ein paar Koi, wegen mir von Konishi, und fange die an zu füttern, mit und ohne Mikronährstoffe, also vielleicht auch ein Fremdfutter. Und Sie würden das rein alleine nur aus Längenwachstum machen, dann würden Sie merken, dass vielleicht die Unterschiede gar nicht so brutal sind. Zumindest nicht auf den ersten Blick. Schauen wir uns aber gleich im Detail an. Würden Sie aber die Koi alle 4 Wochen, alle 2 Wochen, alle 8 Wochen nicht nur messen in der Länge, sondern gleichzeitig auch wiegen, dann würden Sie merken, da ist der viel größere Unterschied. Und das weiß man bei Fischen, dass das Längenwachstum wird häufig generiert, auch unter nicht ganz so optimierten Bedingungen. Aber wenn es um die Gewichtszunahme geht, wenn es um den Aufbau von Muskelmasse geht, da zeigt sich dann gleich was ganz anderes. Und das sehen wir hier. Wir haben die ersten 2 Intervalle, 2 Monate, wo die Koi wirklich mit Mikronährstoffen durchwachsen und plötzlich hinten ganz viele Tiere reagieren darauf, als wir die Mikronährstoffe rausgenommen haben, dass das Wachstum plötzlich oder die Gewichtszunahme krass, aber wirklich krass abflacht. Wir haben hier oben, das ist ein Karashi Ochiba mit der Chip-ID 3080, da habe ich glaube ein Schreibfeld, das heißt 5080, der wird auch in der Auktion sein. Der geht einfach gerade durch. Und da muss man auch aufpassen, da gibt es jetzt 2 Effekte. Zum einen gibt es die Superverwerter, die, wo es nahezu scheißegal ist, was man ihnen füttert. Wahrscheinlich nicht, was deren Gesundheit angeht, sondern einfach, was Längenwachstum und was Gewichtszunahme angeht. Ja, die wachsen einfach durch. Das sind aber die sogenannten Ausnahmetiere. Und wir müssen uns immer die Mitte angucken. Bei solchen Geschichten zählen nicht die Einzeltiere, sondern was passiert gemittelt über mehrere Tiere. In dem Fall jetzt 8 Tiere. Und das sehen wir sehr schön schon auf den, das sehen wir nicht. Da sehen wir schon sehr schön auf den ersten Blick, dass wir hier unten gut starten und hinten abflachen. Jetzt schauen wir uns aber erstmal gemittelt über alle an, was das Längenwachstum angeht. Da muss ich aber auch eine Sache dazu sagen. So, und da sieht man schon beim Längenwachstum, wobei der, wie gerade erwähnt, die Koi nicht oder Fische nicht ganz so extrem reagieren. Wir haben hier wunderschön gezeigt, wie wir in den ersten 2 Messintervallen, wie wir ein tolles lineares Wachstum haben. Ja, wir füttern Mikronährstoffe. Die Zufütterung war immer 2% mit der entsprechenden Steigerung, 10% pro Woche. Das war über den ganzen Versuch. Und wir sehen die ersten zwei Intervalle, dass wir ein lineares Wachstum haben. Und genau an dem Punkt haben wir die Mikronährstoffe abgesetzt. Was ich gerade vorher noch sagen wollte. Der erste Effekt ist, dass wir die Superverwerter haben. Und der andere Effekt, also dieser eine Koi, der durchgewachsen ist. Und der andere ist, die Mikronährstoffe können abhängig vom Fisch, abhängig von dessen Genetik, natürlich auch noch eine gewisse Zeit nachwirken. Und das war, als ich Alex Hoffmann die Kurven präsentiert habe, die Schaubilder, die Diagramme, hat er gesagt, wow, krass, dass das so schnell geht. Ja, also das Absetzen der Mikronährstoffe. Und hier unten, wir sehen hier, das sind immer die, ist die Gewichtszunahme pro Koi. Ja, also wir haben hier, das ist die Startgröße. Und hier haben wir 360 Gramm Zunahme. Und hier haben wir, 360 nicht gemittelt, das sind insgesamt gewachsen sind wir hier im ersten Intervall 360 cm und hier sind wir 380 cm gewachsen und da hinten dann knapp 400, glaube ich, 398. Umgerechnet von Intervall zu Intervall, also wenn ich Start bis zur ersten Messung anschaue, haben wir pro Koi ein Wachstum von 2,56 cm. 4 Wochen später wieder mit Mikronährstoffen haben wir ein Wachstum pro Koi von 3 cm. Dann haben wir die Mikronährstoffe abgesetzt und plötzlich haben wir nur noch ein Wachstum pro Koi von 1,81 cm. Jetzt können Sie natürlich sagen, ja, so riesig ist der Unterschied nicht, wobei er riesig ist. Sie müssen sich vorstellen, würden Sie den Koi mit Mikronährstoffen weiterfüttern, dann würde er so linear weiterwachsen. Lassen Sie die Mikronährstoffe weg, wächst er so weiter, jetzt geht die Schere plötzlich auseinander. Und nicht vergessen, wir sprechen hier über einen Zeitraum von nur 3 Monaten. Würden wir jetzt das Spiel 2 Jahre machen, ja? Dann hätten wir mit Mikronährstoffen schon einen Koi mit, wegen mir, wenn es ein Karashi-Koi wäre, ein reiner, von 90, 95 cm. Bei der anderen
ohne Mikronährstoffe wäre vielleicht nur 75, 80 Zentimeter. Und dazu jetzt vielleicht gleich mal eins. Überlegen Sie sich jetzt mal einen Preis, weil es wird ja häufig gesagt, unsere Topmarke Number One, zu teuer, bla 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 bla. Aber wenn Sie sich überlegen, was Sie ohne Mikronährstoffe, wie viel Futter mehr durch den Fisch durchlaufen muss, wie viel Ausscheidung ohne Mikronährstoffe mehr von Ihrem Filter abgearbeitet werden muss, wie Ihr Wasserstärke belastet wird, wie Ihr Keustärke belastet wird, muss ich nicht sagen. Und darum erkläre ich häufig den Leuten, über alles gerechnet, wenn Sie einen Papierfilter haben, wenn Sie einen Trommelfilter haben, egal was, und auch die Optik des Wassers, das günstigste Futter ist am Ende das Number One, weil die Futterverwertung so optimiert ist, dass man deutlich weniger braucht, um das Gleiche zu erreichen, oder wenn ich das gleiche Futter deutlich mehr bekomme. Das ist genau die Krux. Also, wir haben mit Mikronährstoffen 2,56 und 3 cm Wachstum, ohne nur 1,81. Was allerdings ist, und das muss man sagen, und da resultiert wahrscheinlich auch die 2,56 und die 3, der Unterschied daraus, wir messen immer nur auf 0,5 Zentimeter. Also bei uns hat ein Koi entweder 40 oder 40,5 oder 41. Beim Wiegen ist es was anderes. Wiegen ist eine sehr genaue Geschichte, zumindest mit unseren Waagen. Und da schauen wir uns jetzt an. Und da wird es jetzt noch deutlicher. Zum einen wird deutlicher, dass die Gewichtszunahme viel stärker der Ernährung unterworfen ist. Also was nimmt der Koi zu? Was hat er für einen Konditionsfaktor, der sich aus der Länge und dem Gewicht berechnet? Sprich hier, wenn wir die Mikronährstoffe absetzen, flacht die oder geht die Steigung der Gerade deutlich nach unten. Also wir haben einen viel stärkeren Abflachungseffekt. Und jetzt schauen Sie sich mal an, wie genau das ist. Ja? Mit Mikronährstoffen im ersten Durchgang haben wir einen Gewichtszuwachs von 424 Gramm pro Koi. Im nächsten haben wir 431 Gramm pro Koi. Und jetzt, Achtung, und jetzt wird es ultra krass. Ohne Mikronährstoffe haben wir nur noch ein Drittel davon. 131 Gramm. Ja? Jetzt kann ich Ihnen eins sagen. Stellen Sie sich vor, Sie füttern mit den Mikronährstoffen, ohne Mikronährstoffe weiter. Die Steigung, der Längenzuwachs, ist nicht so krass negativ oder nachteilig wie die Gewichtszunahme. Sprich, der Koi wächst weiter. Aber was passiert, wenn der Koi weiter wächst, aber nicht entsprechend auch Gewicht zunimmt? Wir haben dann irgendwann große, schlanke Koi. Und das ist das, was ich häufig in Teichen beobachte, wo so gefüttert wurde. Die Koi wurden zwar groß, aber dieses Majestätische, dieses Muskulöse, dieses, ja, das, was wir wollen von Jumbo-Koi, das Majestätische, das ist einfach weg. So, und wenn Sie jetzt wissen wollen, wie die ganze Geschichte sich wissenschaftlich, ernährungsphysiologisch erklärt, dann schauen Sie sich den Bericht von Herrn Dr. Neumeier an. Der geht zwar über eine Stunde. Unser Kater Ludl hat gesagt, jo mei, das sind ja eine Stunde 15 Minuten. Ja? Ich weiß, es ist schwierig, die Konzentration aufrechtzuerhalten. Ich habe normalerweise eine Konzentrationsspanne, eine Aufmerksamkeitsspanne, die variiert zwischen 30 Sekunden und einer Minute. Ja? Aber ich war wirklich, wirklich gebannt und bin ihm an den Lippen gehangen und fand es einfach nur geil, wie er das mal über die verschiedenen Wirkungskreisläufe, die verschiedenen Wirkungsmechanismen, die Mikronährstoffe hat er so toll und auch wirklich für Leute wie uns, die da keinen wissenschaftlichen Hintergrund hat, erklärt, dass es wirklich spannend ist. Und ich kann Ihnen versprechen, füttern Sie Number One, füttern Sie Nummer Zwei, füttern Sie Nummer Drei. Das sind absolut ausgewogene Futtermittel. Er wird auch darauf eingehen, wann ist im Prinzip welches Futter, nicht ganz genau darauf gemünzt, welche Futtersorte von uns, da ist er auch nicht so tief im Thema drin. Aber wann sind viele Mikronährstoffe wichtig, wann ein bisschen weniger? Also was für einen Bestand habe ich, dass ich vielleicht auch die Nummer Zwei oder die Nummer Drei füttern kann? Also hochspannend. Und das Spannendste daraus, nachdem wir das jetzt wirklich mit, wir haben, ist ja nicht unser erster Versuch mit und ohne Mikronährstoffe oder was die Mikronährstoffe können. Wir sind höchstwahrscheinlich in der Lage und arbeiten da gerade schon dran, nochmal weitere Futtermittel auf den Markt zu bringen, die vielleicht nicht ganz die Leistungsfähigkeit vom Number One haben, insbesondere was die Aufzucht von Koi angeht, aber die, was die ganzen Gesundheitsfaktoren angeht, durchaus da mithalten können, ja. Und da dürfen Sie gespannt sein. Vielleicht sind wir dieses Jahr zu Weihnachten schon so weit. Aber das finde ich mehr als eindrucksvoll. Die Längen
Geschichte, die Gewichtszunahme mit und ohne Mikronährstoffe und vor allem, wie schnell es geht, wenn man was sehr Gutes getan hat und das Beste aus dem sehr Guten rausnimmt, also dann plötzlich auch wieder in Anführungszeichen normales Futter hat. Ein normales Futter, das aber immer noch auf die besten Rohstoffe aufbaut. Aber was ein Stoff im Futter ausmachen kann, das sehen Sie ja eindrucksvoll. Und jetzt gehen Sie auf den anderen Blog, wenn Sie ihn noch nicht gesehen haben. Hängen Sie Dr. Neumeier an die Lippen. Hängen Sie sich Dr. Neumeier an die Lippen. Genießen Sie es eine Stunde. Für mich war es Genuss. Und für mich war es sogar so spannend, dass ich einen Tag später, als ich das Video auf meinen PC runtergezogen habe, dass ich mir es gerade nochmal angeschaut habe. Vielen Dank für Ihr Interesse. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Blog. Ciao.